heute hier, um die Studierenden aus Österreich bei der Ministerialkonferenz in Paris zu vertreten. Ich darf Teil der österreichischen Delegation sein, wo hier über 48 Ministerinnen und Minister aus den Wissenschafts- und Bildungsressorts über die Zukunft des österreichischen Hochschulraums beraten. Wir machen uns auch hier in Paris stark für den freien und offenen Hochschulzugang. Wir fordern eine Qualität in der Lehre, die zu Verbesserungen führt, ohne dabei Studierende vom Studium auszuschließen. Auch in der internationalen Mobilität haben wir einen großen Aufholbedarf. Hier fällt es Personen schwer, die keinen großen Background in finanzieller Hinsicht haben. Wenn die Eltern keinen finanziellen Input liefern können, können sie nicht ins Ausland. Anerkennungen sollten Standard sein. Hier sollten ausländische Lehrveranstaltungen, die abgelegt wurden, automatisch anerkannt werden und kein Gnadenakt des studienrechtlichen Organs sein. Zusammen mit StudierendenvertreterInnen aus ganz Europa haben wir am letzten Board-Meeting der European Students Union unsere gemeinsamen Positionen erarbeitet und unsere Forderungen, die wir auch heute hier auf den Verhandlungstisch getragen haben, in einem Papier festgehalten. Das findet ihr auf der Webseite der European Students Union. Hochschulpolitik kann nur mit den Studierenden gemeinsam stattfinden und verhandelt werden. Deswegen ist jede Delegation verpflichtet, mindestens eine studentische Person mitzunehmen. Denn wir sind die, die am stärksten von den Entscheidungen hier betroffen sind. Deswegen ist es wichtig, dass wir und die Entscheidungsträgerinnen und Träger daran erinnern, was wichtig für die Studierenden ist.